Liebe Akustikfreundinnen und Akustikfreunde des Hohen Vinylgerichts, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir, eurem Plattenanwalt Simon. Heute geht es um MTV Unplugged, 5 Alben aus dieser berühmten Serie. Und das möchte ich vorab sagen, es lohnt sich hier bei jeder Scheibe schon alleine vom Sound her, sich mal eine auf Vinyl anzuschaffen. Das ist eine schöne Ergänzung einer, wenn auch kleinen oder größeren Plattensammlung. Ein MTV Unplugged Album, das darf dabei sein. Heute mal 5 Stück als Vorschlag oder einfach nochmal vielleicht als Anregung mal wieder reinzuhören. Und los geht's. So bin ich überhaupt. Ich hatte schon ein bisschen länger den Gedanken, darüber mal ein kleines Special zu machen. Aber das hat es dann nochmal beschleunigt, nämlich eine ganz aktuelle Veröffentlichung aus der Serie von Tash Sultana, einer australischen Solo-Künstlerin oder Künstler. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz klar. Ich bin jetzt nicht genau informiert. Das ist Juni 22 erschienen auf Doppelvinyl in Pink. Schön gemacht. Ist auch die einzige Vinyl-Ausgabe in dieser Farbe und die gibt es nicht auf CD. Warum, weiß ich nicht. Aber gut, gibt es halt nicht auf CD. Den Fernsehauftritt, oder überhaupt das Video des Auftritts, habe ich mir noch nicht angesehen. Tash Sultana, also musikalisch, wie man das jetzt noch nicht sagt, bewegt sich das irgendwo zwischen, haben wir so gedacht, zwischen Pink Floyd bis Prince, irgendwo dazwischen. Sie ist eigentlich, wie gesagt, eine Solokünstlerin, die viel mit Loops arbeitet. Wie heißt diese Box, dieses Gerät? Gibt es viel bei YouTube auch zu sehen von ihr. Loopbox oder was. Aber ich meine hier jedenfalls, so sieht es aus. Auf einem Bild sieht man mehrere Leute auf der Bühne. Scheint sie also Verstärkung zu haben für diesen Unplugged-Auftritt, der sehr gelungen ist. Und wie gesagt, ja schon gezeigt, also vom Artwork alles schick gemacht, klingt auch fein, sehr zu empfehlen, da mal reinzuhören, eine ganz aktuelle Veröffentlichung aus der MTV Unplugged Reihe und hier heißt die MTV Unplugged in Melbourne. Ruhig mal reinhaben, schöne Sache. Kommen wir jetzt direkt zu dem Highlight der heutigen Sendung, möchte ich mal gleich vorwegnehmen, die Alice in Chains 96er erstmals veröffentlichte Unplugged Album. Ja, ist ein ursprünglich, also 96 erschienen auf Vinyl. Liegt jetzt bei Discogs bei etwa 500 Euro in einem vernünftigen Zustand. Ich habe hier die Music on Vinyl Reissue aus 2010. Liegt jetzt bei Discogs so bei 200 Euro. Ich hatte mir hier noch. Manchmal mache ich das ja irgendwie, ne? Ich hatte mir die damals bei Green Hell in Münster geholt. Ja, da hatte ich noch Glück, ne? 29,90 hat die damals gekostet. Ein bisschen Glück muss man auch mal haben. Übrigens, Discogs fällt mir gerade ein, haben jetzt neue Filterfunktionen bei der Suche. Finde ich sehr nützlich. Kann man jetzt Vinyl alles vorab eintippen und so, dann ist das alles ein bisschen schneller ersichtlich. Ja, diese 2010er Music on Vinyl Reissue klingt auch fein. Einfach schwarzes Vinyl mit dem roten Columbia-Label drauf. Doppel-LP, hatte ich vielleicht schon gesagt. Und also ganz schlicht gemacht. Ne? Wir haben ja nicht mal irgendwie einen Einleger drin, einfach so quasi im Schuber. Ist aber auch okay. Credits sind ja alle hinten drauf und der Inhalt spricht halt für sich. Wer dieses Album noch nicht so kennt oder vielleicht auch einfach so ein bisschen aus der Erinnerung verschwunden ist, dem sei das doch mal ans Herz gelegt. Ganz, ganz wunderbare Stimmung. Die Stücke alle, ja, wo soll man da anfangen? Es ist von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Gibt es nichts Besseres, finde ich, in diesem Bereich. Wir kommen gleich noch zu zwei anderen Grunge-Bands, aber ja, ich finde das hier herausragend. Die Doppelstimmen von Lane Stanley, ne? Als Sänger, aber eben auch Jerry Cantrell als Gitarrist und seine zweite Stimme dazu kommt hier super zum
Vorschein auf Vinyl gerade auch und eben in diesen Akustikversionen. Alice in Chains sind ja nicht fremd mit Akustik, auch die beiden EPs Jar of Flies und Zap sind überwiegend akustisch eingespielt oder stark akustisch, nur Schlag schon gehabt und so. Ja, das hier setzt eben aber auch nochmal einen drauf und eben auch dann eben die Alben der Dirt, die Songs der Dirt hier in Akustik dargeboten. Es ist ein ganz, ganz tolles Album und ja, also auch die Bilder alleine hier hinten drauf geben die Stimmung ganz toll wieder. Also das Meisterwerk, leider nicht günstig zu haben, also auch nicht die Reissue, aber feine Sache. Kommen wir dann zu einer, die deutlich günstiger immer noch zu kriegen ist und auch eine deutlich höhere Auflage nach wie vor hat, als die Alice in Chains, ist die Nirvana Unplugged in New York. 1994 erstmals erschienen, als einfaches Vinyl damals, gibt es ab im Original, also ab 80 Euro im guten Zustand. Ich habe hier die Doppel-Vinyl-Ausgabe aus 2019 Reissue von, wie heißt es hier, das ist glaube ich aus Music on Vinyl war das, oder weiß ich jetzt gar nicht. Das fand ich mal ganz gut, wenn man Download-Code schon beigibt, dass man dann gleich auch gleich das mit als Cover sozusagen für die CD mit dazulegt. Das finde ich eine anständige Sache dann, wenn man das schon macht. Die hier ist dann im Gatefold Doppel-Vinyl gemacht, mit ein bisschen Liner Notes und so weiter. Prägdruck, sehr hochwertig, klingt auch wirklich gut. Ich hatte nochmal kürzlich eine, so 2015er ungefähr, Reissue für Music on Vinyl, eine einfache Platte gehabt, hier mal gegengehört, war kein großer Unterschied, die klang auch gut, aber hier natürlich deutlich mehr Platz für die Spiellänge und was wollte ich noch sagen, letzte Seite, dann vierte Seite sind noch ein paar Bonusstücke drauf, also Probeaufnahmen, Rehearsals. Die fand ich jetzt nicht so zwingend, aber das Album eben auf drei Seiten verteilt, das finde ich dann ganz gut. So, hier ist der Hype-Sticker, 25, also sogar ein 25 Jahre Jubiläum-Ausgabe. Dollar-Card und Sticker. Sticker wusste ich jetzt gar nicht. Naja, Sticker war nicht dabei, oder? Ja, so sieht sie aus. Ja, vielleicht so damals, also vielleicht der herausragende Song darauf ist dann das Bowie-Cover. The Man Who Sold the World fand ich irgendwie damals, das war ja schon was Besonderes, lief auch rauf und runter und die ist auch gerade bei den weiblichen Fans häufig im CD-Regal zu finden und gewesen damals in den 90ern. Ne, die stand da oft rum. Ja, mich hat die nie so gekickt wie die Alice in Chains. Aber ich denke mal, also ist auch, glaube ich, hier die auflagenstärkste Unplugged, die wir heute besprechen, ist diese Nirvana. Und auch die hat da ihre Berechtigung natürlich. Ich meine, Come As You Are. Soll ich das jetzt hier vorlesen? Die Tracklist kennt ihr selber oder hört rein. Ne? Schöne Sache. Also diese 2019er Doppel-Vinyl-Ausgabe ist preiswert. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben, wie viel. Ich glaube 25 Euro oder so. Und kann ich durchaus empfehlen. Hört sich gut an. Und ist sehr hochwertig gemacht mit Prägdruck und allem. So, kommen wir nun zu Pearl Jam. Den dritten Grunge. Der dritten Grunge-Band hier heute. Das Konzert war vielleicht 93, da habe ich mir das notiert, da gab es die erste Veröffentlichung von dem Konzert auf Tonträger, allerdings eine Raubkopie, eine Kassette, wird wohl 93 etwa gewesen sein, das Konzert. Die erste überhaupt offizielle Veröffentlichung auf Tonträger war 2019 zum Record Store Day. Ich habe hier die 19er EU-Version. 25 Euro kostet die in etwa in Mint, Near Mint. Ja, und das ist, glaube ich, der Preis ging damals direkt nach dem Record Store Day erstmal hoch, aber dann kam die nochmal als Wiederveröffentlichung ein halbes Jahr oder so hinterher und dann gingen die Preise auch wieder runter. Und ja, die ist schön gemacht, alles. Wertigen Karton, eine Einfachmenü.
ja, ist eigentlich die Zen fast hier komplett runtergespielt, kann man sagen. Und eine schöne Versionen. Schön druckvoll auch alles gespielt, finde ich. Ja, Pearl Jam muss man da mögen. Also gefütterte Innenhüllen hier, hatten die glaube ich anderen ja auch alle, das ist gut. Ja, was soll ich da sonst zu sagen? Jedenfalls das Konzert kommt hier toll, richtig toll zur Geltung auf Vinyl. Und ja, Pearl Jam. Also würde ich jetzt so von der Reihenfolge her, genauso wie ich es vorher besprochen habe, von der Wichtigkeit her einstufen. Hier die Platten. Auf jeden Fall Alice in Chains vorne dran. So, kommen wir zur fünften Kiss. Die erste CD ist 95 erschienen. Wie heißt die? Einfach nur Unplugged. Ne? Die erste LP ist von 96 erschienen, liegt über 200 Euro ungefähr, in einem guten Zustand. Ich habe hier die Reissue Music on Vinyl 2014. Auch gar nicht so günstig, jetzt bei 130 Euro etwa. Relativ schlicht gemacht, auch in einem Schuber, Doppel-LP. Aber einfach unmaskierte Fotos hinten drauf. Und auch die Aufnahmen sind ja relativ unmaskiert. Ich weiß nicht, wie weit die da noch im Studio nachgearbeitet haben hinterher. Das ist bei Kiss ja immer so eine Sache. Aber vielleicht bei anderen auch, weiß ich nicht. Schönes großes Poster dabei. Das Fan-Nähe hier zeigt. Die sind also hier mit der Kiss-Army hier. Und der Bassersänger quatschen und. Also wem Kiss noch nicht so sehr liegt, der soll da ruhig mal reinhören. Man bekommt also die Kiss-Songs ohne den ganzen Rock-Bombast, möchte ich jetzt mal sagen, dargeboten und merkt, das sind tolle, klasse Songs. Man merkt hier auch wieder, dass Kiss große Beatles-Fans sind, weil da die Songs pur rüberkommen und recht Beatlesque wirken mit ihren eingängigen Melodien und sofort auf den Refrain und so raufgehen. Und viele Balladen werden hier dargeboten, passt ja auch ganz gut zum Akustik-Korsett. Und ja, Kiss sind ja gerade nochmal auf Tour, zu ihrer End of the Road Tour, jetzt 22 fortgeführt. 19 waren sie schon hier in Deutschland, habe ich mir die als erste und wohl auch einzige Mal dann angeschaut. Und das kann ich auch nur empfehlen, selbst für jemanden, der vielleicht nicht so Kiss-Fan ist. Das wirkt alles ein bisschen archaisch, wie die das da darbieten, aber eben, also noch dieser alte Glamrock mit den Kostümen und der Show und alles und so, aber irgendwie ohne lächerlich zu sein. Es ist archaisch. Man merkt, es ist ein Auslaufmodell, so wie wir es machen, aber schon geil. Naja, so sieht die Platte aus. Kiss. Unplugged 95. Erstmals erschienen. Schönes Album, also kommt auch richtig gut rüber auf Vinyl. Liebe Freunde, der rundesten Sache der Welt, der Schallplatte. Ich hoffe, euch hat diese kleine Umschau in das MTV Unplugged Universum gefallen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gut drauf, bleibt gesund und ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Euer Plattenanwalt Simon.